Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Europa Universalis 4. Ja, unser Waffenstillstand mit den Osmanen ist ausgelaufen und das heißt, wir können jetzt nicht den Krieg erklären. Eroberung der Hauptstadt. Zusammen mit Venedig ohne leider das Commonwealth. Tunesien und Hejaz machen mit. Und natürlich die Vasallen, aber die sind mir eigentlich ziemlich egal. So, da rein, da rein. Schlimme sind halt hier diese Schiffe. Oh, Mist. Was hast du denn hier verloren? Egal. So. Da haben wir es jetzt schon geschafft. Dann können wir hier direkt... Ach, das ist gar keine Meerenge. Das wäre ärgerlich. Da wäre eine Meerenge. Okay, dann geht jetzt mal gerade hier rein. Schlechte Regierungspolitik. Dumme und zur falschen Zeit eingeführte politische Änderungen wurden oft vom Volk negativ angenommen. Über ihre eigentlichen Resultate hinweg wurden sie als Beweise für den bösen Willen der Regierung und mangelndes Interesse am Wohlstand des Reiches angesehen. Den richtigen Weg gewählt, ein Stabilität verlieren oder wir verlieren Geld. Ja, wir verlieren Geld. Wir können gerne Geld verlieren, da habe ich überhaupt kein Problem mit. So... Das ist halt mit diesen Schiffen so blöd. Ach, das gehört auch zu den Osmanen, ne? Wieder gerade mal reinziehen. Das macht Venedig schon für uns. Vielen Dank, Venedig. Will ich eigentlich überhaupt nicht, dass sie das machen. Denn sie werden das jetzt selber fordern, das sehe ich doch schon kommen. Naja, was soll's. So, hier sind wir auch im Krieg, ne? Da kommen wir halt nicht rüber. Ah doch, da hat Venedig Platz geschaffen. Sehr gut. Wir haben immer mehr konvertiert. Wir konvertieren hier weiter. Wir legen jetzt hier auch ein Wert auf Krieg. Und der Provinz Achaia. Achaia. Wo ist die denn? Ja, das können wir leider gerade nicht mehr machen, weil wir schon... im Krieg sind. Wir können den Nord-Ostsee-Kanal bauen, wenn wir einen Admin-Tech von 26 haben. Was denn haben wir denn für einen Admin-Tech? 22, das dauert also noch ein bisschen. Okay. So, Idirne ist gefallen. Dann können wir hier gerade rüberziehen. So, und hier oben, ihr könnt auch gerne alle mal schon mal weiterziehen. Oh Mann. Das ist immer dieses blöde Landen hier mit den Einheiten. Oh. Oh. Tragödie. Gaston ist tragischerweise gestorben. Lasst uns für die Seele von seinem beten und für einen neuen Thronfolger. Luis ist der Thronfolger, die Nachfolge ist gesichert. Okay. 4-5-3, der ist ja viel besser. Will ich mich dann ja gar nicht beschweren. So. Nein. Das ist über Idirne hier rein. Ich weiß halt nicht, was ist denn der Militärtech von denen? 22. Wir haben 23. Ja, dann will ich eigentlich nicht mit so einer kleinen Übermacht nur dagegen ziehen. Geh mal da gerade rein, nach Ankara. Dann machen wir hier mal den Gewaltmarsch an. Quatsch. Das ist der Gewaltmarsch natürlich. Wann kommt ihr denn an? Ihr kommt am 29. Juni an, am 22. Juni hilft also überhaupt nichts. Geht ihr da schon mal rein? Oh. Das Katz- und Maus-Spiel nervt mich ja immer tierisch. Soll das Ganze vielleicht mal etwas langsamer machen, das wird die Sache ein bisschen erleichtern. Oder sind nochmal ganz schön viele Regimenter. Da schnell zu. Das
verlieren wir die Schlacht noch. Das können wir auf gar keinen Fall zulassen. Oh, 73 Regimenter. Ein bisschen viel. In einem einfachen Kampf. So. Nein! Wo haben wir denn jetzt eine Schlacht verloren? Na, ja, ist egal. Macht das ruhig. Im Kriegsgrund gegen Peru. Peru ist also unabhängig geworden. Chile offensichtlich auch. Oh, arme Spanien. Spanien hat, glaube ich, nur noch Neuspanien. Armes, armes Spanien werden hier quasi aufgefressen. Zerfallen immer weiter. Tut mir fast ein bisschen leid. Aber eigentlich auch nur fast. Ach, das sind gar nicht unsere. Ich will mal Einheiten befehlen, die gar nicht uns gehören. Das ist natürlich bescheuert. So, wir müssen hier unbedingt mal... Ja, wobei es wäre ganz gut, wenn Konstantinopel relativ schnell fällt. 78 Einheiten sind das halt. Wir wollen da nicht reinrennen, wenn da hier... So, verstärken wir die mal. So, jetzt haben wir auch 77 hier. Das ist auch ein Dreier-General, aber ich hoffe, dass unsere überlegene Tech da ganz uns das Ganze für uns entscheidet. Jetzt hier auch, den können wir immer noch nicht, weil hier schon wieder blöde osmanische Flotten stehen. So. Die müssten aber doch jetzt fallen, oder nicht? Sehr gut. Und wir setzen hier direkt nach. Unser Mannstärke erholt sich auch immer noch. Erstaunlicherweise. So, und es fallen nach und nach immer weitere Städte. Das ist doch schon mal schön. Wie sieht's hier aus? Ist okay, würde ich mal behaupten. Ist nicht bombastisch, aber okay. Oh, da waren auch gerade... Moment. Da kamen gerade Truppen. 39. Das sind so viele, dass wir da mal hier lieber zuziehen wollen. Lagern wir halt immer nur eins. Habt ihr für Militärtech? 23. Oh, das könnte eng werden. Ah, ich bin einfach zuversichtlich. Das klappt schon. Oh, das ist ganz schön eng. Mir zu eng. Scheint aber zu reichen. Auch wenn ganz schön knapp das Ganze nur gereicht hat. Wir setzen den mal hinterher. Wie sieht das hier aus? Wir kommen immer noch nicht über den Bosporus, leider. Doch, kommen wir jetzt wohl. Okay. Sehr gut. Also wir räumen hier jetzt nochmal ein bisschen aus. Grausamkeit durch Söldner schon wieder. Jetzt sind der Februar. Nein, das hat mir noch nicht gereicht. Ah, wir haben doch hier Gewaltmarsch drin, oder? Nee, haben wir nicht. Immer wenn dieser Gewaltmarsch fehlt. 2,72 Kriegsstand durch eine Schlacht ist halt auch genial. Das sind aber auch große Schlachten, die wir hier immer kämpfen. So, kommt jetzt mal mit rüber, bitte. Vielen Dank. So, das geht auch sehr gut aus hier. Wir setzen den hier allen immer hinterher. Diese Regimenter ignoriere ich gerade mal einfach. Und gehe den hinterher erstmal. Commonwealth hat Griechenland. Die
den Krieg erklärt. Wo ist denn Griechenland und Venezuela? Da oben. Die sind unabhängig geworden. Interessant. Ein Ruf zu den Waffen. Land Commonwealth, unser treuer Verbündeter, fordert unsere Unterstützung in der commonwealthischen Eroberung von Kaffa gegen Griechenland und Russland. Och, also eigentlich nö. Ist jetzt das Bündnis natürlich weg mit dem Commonwealth, aber da kann ich jetzt halt nichts ändern. Aber ich habe jetzt nicht so viel Lust, nur weil die irgendwie meinen, so ein kleines Land zu erobern. Mich gegen Russland noch zu stellen, das halte ich für Quatsch. Das möchte ich nicht. Ich möchte viel lieber hier osmanische Regimenter besiegen. So, wie sieht das Ganze hier aus? Oh, da sind schon wieder ganz schön viele. Ich muss hier eigentlich unbedingt mal Verstärkung holen gegen Tunesien. Sind halt zu viele. Das sind echt viele hier. So, ich würde sagen, wir ziehen die einfach mal hier rüber. Zu den Osmanen quasi rüber. Können wir hier besser dann mit der gesamten Armee kommen, sozusagen. Haben wir noch irgendwo Truppen stehen eigentlich? Wir haben so wenig. Natürlich mal ein paar Söldner uns holen. Oder auch echte Armeen. Komm, holen wir uns hier einfach nochmal ein paar normale Armeen für 10.000 jeweils. So. Haben wir leider nicht mehr so viele Reserven, aber was soll's. Waren das eigentlich dann immer schon alle? Ich hoffe. Aber es müsste eigentlich. So, wir nehmen hier immer wieder ein paar Osmanen aufs Korn. Wir ziehen einmal gegen Hejaz. Die sind doch... Das sind jetzt kein Kriegsverbündeter. Können wir mit denen separat Frieden schließen? Ja. Können wir. Okay, dann werden wir das nämlich jetzt auch direkt mal versuchen. Wenn wir da die Provinzen erstmal besetzen. Verfall der Nation. Entdecker fremder Länder kehrt mit Ladung hochbegehrter Gewürze, Luxusgüter und Kommoditäten heim. Doch die Wichtigkeit unseres Landes als Handelsnation ist plötzlich gesunken und wir sehen uns in einer plötzlichen Wirtschaftslaute gegenüber, die unsere Regierung zur Regulierung unserer Ausgaben zwingt. Diplomatie-Tech-Kosten würde ich lieber dann hochnehmen, weil ich die für nicht ganz so entscheidend halte. Hätte ich vorher nochmal eben da rein investieren sollen. Konflikte und Proteste über Steuern, Firmenhandel und Zölle häufen sich und können zu einem starken Abfall unserer Industrieproduktion führen, wenn wir die Situation nicht sorgsam angehen. Eine Steuer abschaffen. Das ist 2000 Geld. So wichtig ist das auch nicht. Oh, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Das ist ärgerlich, wenn man immer so viel verliert durchs Nicht-Aufpassen. Ich einfach auflösen sollen. Naja, egal. Tunesien wird schon sehen, was sie davon haben. Das Problem ist, dass ich ja Tunesien nie irgendwie bestraft habe dafür, dass die mit den Osmanen kämpfen. Ich habe immer gesagt, okay, relativ schnell in den weißen Frieden annehmt, finde ich das in Ordnung. Und deshalb haben die halt nie gelitten unter den Kriegen. Außer von dem Verschleiß an Mannstärke. Das war ja auch nicht so viel.
Hier ist nichts Schlimmes. Wir das konvertieren. Komm, wir nehmen jetzt mal gerade die ersten orthodoxen Provinzen. Wir können auch mal irgendwie wieder unsere Beziehungen verbessern. Wir können uns auch einfach mal mit Russland verbünden, anstatt mit Commonwealth, weil das Commonwealth ist ja jetzt gar nicht mehr unser Verbündeter. Das Bündnis ja entehrt. Mit denen können wir natürlich gerade keine Beziehung verbessern, wenn wir uns mit denen im Krieg befinden. Okay, weiter geht's. Das Ganze wieder von hier aufrollen. Oh, da oben habe ich auch nicht aufgepasst. Meine Güte. Sollte mir aufpassen. Können wir auch verlieren. Ziehen wir die mal gerade nach oben. Das ist auch eine relativ große Schlacht. Aber die sollten wir eigentlich gewinnen können. Osnabrück wurde konvertiert. Ich konvertiere jetzt immer die oberste. Ich glaube, das ist am einfachsten. Nehmen die hier gerade mal mit. Hoffentlich. Ich habe ja keinen Gewaltmarsch an. Warum habe ich nie einen Gewaltmarsch an bei den großen Armeen? Wieder ein paar Frieden, die, also ein paar Friedensverträge, die aufgehört haben. Uns ist zu Ohren gekommen, dass unser glückliches Leibeigenvolk gar nicht so glücklich ist, wie zuerst angenommen. Wir haben sogar Gerüchte über eine geplante Revolte gehört. Unsere Truppen können eine Übung gebrauchen. Oder freie Untergebene erhöht Stabilitätskosten. Ja, komm. Moral der Armeen können wir sowieso gut gebrauchen. Ah, da scheint sich Venedig sowieso schon zu kümmern. So wie das ausschaut. ...56% Kriegsstand. Achso, ich bin gerade auf Pause, deshalb geht's nicht weiter. Ah, noch, meine Güte. Ach komm, wenn ihr jetzt hier so rumzickt, immer abhaut. Stopp, geh doch da rein. Was macht ihr denn hier immer? Immer lauf meine Armee nicht so, wie ich das will. Das ist doch ein Graus. Tunesische Truppen. Oh. Großbritannien befindet sich in einem Kolonialkrieg. Also einer Eroberung. Wo zieht ihr euch denn wohl zurück? Jetzt habe ich den in Portugal gelassen. Das wollte ich natürlich nicht. Oh, wo geht das denn ganz hin hier mit euch Tunesiern? Ihr seid am 25. August weg. Wir kommen natürlich am 26. an. Ist ja klar. So. Sollte sie einen mal erwischen. Genau, sehr gut. Teilen wir uns auch hier ein bisschen mehr auf. Muss auch mal ein bisschen vorangehen. Unser Krieg läuft auch hier einigermaßen gut. Das ist sogar Neapel, das bin gar nicht. Ich verwechsel immer Neapel und uns, weil Neapel so eine gleiche Farbe hat. Ja, hier ist natürlich besetzt durch Venedig, die wollen das behalten. War auch zu erwarten, um ehrlich zu sein. Naja. Schicken wir unsere Schiffe hier mit hin. Wieder neue Kriegsgründe erhalten, juhu. Aber dadurch, dass wir sowieso einen Imperialismus-Kriegsgrund haben, gegen fast alle, oder gegen alle, ich weiß es gar nicht, ist das Ganze eh nicht so wild. Wie sieht es denn mit Hejaz aus? Wollt ihr schon einen weißen Frieden haben? Nein. Warum nicht? 63, weil die Mekka halten, Kriegsdauer und Verbündete an Krieg.
Gut, dann würde ich fast sagen, müssen wir mal... Ach komm, Mekka nehmen wir danach noch ein. So, hier müssten jetzt eigentlich schon mal große Armeen fertig sein. Seht euch mal gerade alle hier zusammen. Wir haben schon fast keine Mannstärke mehr. Wir nehmen mal einen Admin-Tag mit. Immer schön. Oh, da stehen auch noch 16 Regimenter, die nichts tun. Mal nach Kurdistan vorrücken. Die rückt hier einfach vor. Dass die immer noch nicht gefallen ist, wie Tickel. Oder wie man es auch immer aussprechen soll. Und die versuchen hier schon wieder zurückzuerobern. Nervig. Nervig, nervig, nervig. Ah, sie haben es sogar schon zurückerobert. Das ging aber schnell. Naja, ich versuche aber jetzt erstmal hier die rauszuholen. Dann kann ich mich darum kümmern. So, und da schicken wir jetzt auch mal den Hauptteil der Armee wieder weg. Ist ja Quatsch. So, hier, das sollte jetzt eigentlich auch mal langsam gefallen sein, oder nicht? Ich habe jetzt noch eben mal eine Phase ab. Genau, und dann geht sie nach Mekka weiter. Die würde ich eigentlich ganz gerne noch rausbekommen, aber das werde ich wohl nicht mehr in dieser Folge schaffen, denn wir sind schon ziemlich wieder weit am Ende. Ein klein bisschen geht aber vielleicht noch. Ein bisschen schneller hier gerade. Bosnien, interne Konflikte? Warum Bosnien? Bosnien ist doch in unserem Reich schon. Wie kann denn Bosnien interne Konflikte haben? Bosnien ist doch gar nicht mehr da. Kurdistan ist gefallen. Gut. Und immer mehr hier. So, ich will jetzt noch gerne eben das Mekka-Feld. Wickelt uns da. Doch, das ist eine relativ große Schlacht. Das ist nicht so schön. Nehmen wir hier mal gerade einen Anführer rein und schicken den hier mit hin. Also es fallen hier schon ziemlich viele Städte immer. Muss ja nicht, aber leider. Nicht hier unten. Wenn Mekka eben fallen würde, wäre das genial. Leider fällt natürlich auch nicht direkt Mekka, sondern erst die Stadt daneben. Exzellenter Minister. Wir haben das Glück, einen exzellenten Minister zu ernennen, dessen Handlungen wahrscheinlich von großem Nutzen sein werden. Ich nehme die militärischen Vorzüge. So, Mekka ist gefallen. Wird jetzt Hejaz einen Separatfrieden annehmen? Ja, mit weißen Frieden. Okay, sehr gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir ziehen die alle mal hier rein. Und die noch eben ab. Haben jetzt hier einen riesen Verschleiß. Ist mir aber gerade egal. Gehen hier hin. So, und dann machen wir jetzt den Frieden. Denn damit sind die gleich nicht mehr exiliert. Wird ihnen sogar Geld geben? Ja, ein bisschen. Aber wir haben gerade 40%. Können sogar sagen, dass sie Adal entlassen sollen. Mach das doch mal. Gib doch mal hier unten Adal auf und kündigt die Verträge mit den Osmanen, zahlt uns Kriegsreparationen. Na gut, dann lasst ihr nicht Adal. Ich will lieber Kriegsreparationen haben, um ehrlich zu sein. Frieden schließen, zack. So, dann sind die raus. Und dann werde ich jetzt noch einmal hier die große Schlacht losbrechen.
Oh, das ist wirklich eine Riesenschlacht. Ich muss mal ein bisschen langsamer machen, sonst wird das Ganze ein bisschen würdevoller zu machen. Diese Ärzteentscheidung, die hatten wir jetzt ja schon ein Dutzend Mal. So, dann setzen wir den Ganzen noch eben hinterher. Und zwar wirklich hinterher, bitte. Wo auch immer die sich hinziehen. Denn das wäre mal ganz gut, wenn wir die eben abreißen würden. Nicht ganz geklappt, wie ich das erhofft hatte. Jetzt ziehe ich immer noch weiter zurück. Die sind sogar schneller als sie, glaube ich, fast. Ach, das sind tunesische Elemente, dann werden die sich auch nach Tunesien zurückziehen, vermutlich, ne? Egal, so. Wobei, so egal ist es halt nicht. Deshalb setze ich hier halt ja auch gerade nach. So, hier ist aber wirklich schon viel gefallen. Ich würde die wirklich gerne noch eben erwischen. Solange ihre Moral so niedrig ist. Kairo. So, und reicht's jetzt? Oder ziehen sie sich immer noch zurück? Nein, es hat gereicht. So, gut. Dann würde ich jetzt sagen, ist das ein guter Schlusspunkt für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken und hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.